Wir sind bei unserem ersten Talk. Es geht um Schutz und Unterstützung. Was brauchen Frauen in der Prostitution? Und ich begrüße hier bei mir und sehr herzlich Huschke Mau und Merli Asbogard. Herzlich willkommen. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie beide heute hier sind, um mit uns diesen Themenschwerpunkt zu behandeln. Sie haben viele Gemeinsamkeiten. Sie waren beide in der Prostitution tätig. Sie sind beide sehr jung eingestiegen. Sie sind beide Aussteigerinnen und Sie sind beide Aktivistinnen. Huschke Mau, wir starten mit Ihnen. Sie sind Doktorandin, Geisteswissenschaftlerin, Autorin, feministische Aktivistin, Bloggerin und Sie engagieren sich für die Abschaffung der Prostitution. Ihr Buch Entmenschlicht, warum wir die Prostitution abschaffen müssen, wurde März 2022 veröffentlicht und Sie sind Gründerin des Netzwerkes Ella. Was macht Ella? Also wir sind eine Gruppe, die nur bestimmt ist für Frauen und Mädchen aus der Prostitution. Niemand anders darf bei uns mitmachen. Das unterscheidet uns auch von den Gruppen, die sich Gewerkschaften für Sexarbeiterinnen nennen, wo ja oftmals auch Bordellbetreiberinnen und andere Personen Mitglied sein dürfen. Bei uns wirklich nur Frauen, die selber in der Prostitution waren oder auch noch sind. Also es ist ungefähr 50-50. Und wir haben so zwei Funktionen. Die eine ist, dass wir nach innen natürlich so eine Art Selbsthilfegruppe sind, weil es immer leichter ist, zum Beispiel wenn man aussteigen will oder nach dem Ausstieg mit etwas zu kämpfen hat, ist es immer leichter, jemanden zu fragen, der dasselbe erlebt hat, als zu einer Sozialberatung zu gehen. Da ist die Hemmschwelle nochmal eine andere. Da kann man einfach danach fragen, wie hast du das gemacht? Mit der Krankenkasse oder wie kommst du mit den Albträumen klar? Und dann spricht jemand aus Erfahrung. Das ist was anderes als von einer Sozialarbeiterin. Und das andere ist, dass wir natürlich versuchen aufzuklären über die Realitäten in der Prostitution. Das bedeutet also, wir schreiben Texte, wir stehen für Interviews zur Verfügung. Wir beraten teilweise auch die Politik, wenn das gewünscht wird, und ich freue mich, sagen zu dürfen, dass das in letzter Zeit häufiger gewünscht wird. Wir machen Radio und Fernsehen und auch ganz viel auf Social Media, um so an dieser Graswurzelrevolution teilzunehmen, die dazu führt, dass wir in der Gesellschaft immer mehr über Prostitution sprechen. Denn bevor sich was ändert, muss ein Problembewusstsein her. Und das kommt erst dadurch, dass wir darüber sprechen. Dass wir darüber sprechen. 2017, Prostituiertenschutzgesetz, hat das eigentlich wesentliche Verbesserungen gebracht? Also das Prostituiertenschutzgesetz hat ja nichts grundlegend verändert. Prostitution ist ja in Deutschland immer noch legal für alle Beteiligten, was eben ja auch dazu geführt hat, dass Freier und Zuhälter und Bordellbetreiber Frauen und Mädchen in der Prostitution viel besser ausnutzen können. Dazu hat es ja geführt. Und das Prostituiertenschutzgesetz hat ja nur einige weitere Regeln eingeführt, an die sich vor allem Frauen in der Prostitution halten müssen. Das bedeutet also, für Frauen in der Prostitution ist die Lage jetzt so, dass sie einerseits komplett dem Markt ausgeliefert sind durch diese Legalisierung und dadurch den Freiern und Bordellbetreibern und Zuhältern und andererseits aber sich an ganz viele Regeln selber halten müssen. Also es ist kaum möglich, alle Regeln in Sachen Prostitution wirklich einzuhalten. Man steht eigentlich immer mit so einem halben Bein beim Ordnungsamt oder sonst wo in der Kreide. Also wenn Sie von Regeln sprechen, gerade auch Ordnungsamt, dann meinen Sie jetzt als erstes mal die Anmeldung wahrscheinlich, die es hier erfordert. Melden sich denn alle Prostituierten an? Also der Großteil der Prostituierten meldet sich natürlich nicht an. Und das ist auch ganz klar, also das kann sich jeder selber herleiten. Also stellen Sie sich vor, Sie müssten sich prostituieren, aus welchem Grund auch immer. Würden Sie wollen, dass bei irgendeiner Behörde registriert ist, dass Sie das gerade tun? Also irgendeine Behörde hat Ihren Namen und weiß, dass Sie sich prostituieren und Sie haben keine Ahnung, was mit diesen Daten geschieht, an welche Behörden das noch geht, ob das zum Beispiel auch an die Polizei geht, wenn Sie das nächste Mal die Polizei anrufen, was können die überhaupt sehen oder was können andere Behörden überhaupt sehen? Die meisten Frauen sind nicht angemeldet und das dient eigentlich dem Selbstschutz
vor dem Zugriff des Staates auch. Okay, nun, also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass eine solche Anmeldung, ich suche jetzt gerade mal positive Gründe, vielleicht auch dafür sorgt, dass insbesondere Frauen, die aus anderen Ländern kommen, der deutschen Sprache nicht mächtig sind, tatsächlich in Kontakt mit den Behörden kommen und so sozusagen auf dem Radar bleiben. Also das könnte ich jetzt als positive Vorstellung hier mal nachfragen bei Ihnen. Das ist ein positiver Aspekt, das stimmt. Und es gibt ja auch diese verpflichtende Beratung vor der Anmeldung, also bei der Anmeldung, dass jemand drüber guckt, wirkt die Person so, als ob sie das selbstbestimmt macht. Aber in den meisten Fällen kann man das natürlich überhaupt nicht sehen. Also ich meine, der Zuhälter sitzt ja nicht mit im Raum und sagt, wir melden jetzt diese Frau an. Aber ich muss sagen, die grundlegenden Konsequenzen des Gesetzes und auch der Anmeldungen sind einfach negativ für die betroffenen Frauen. Es wäre besser, wenn die Frauen grundlegend entkriminalisiert wären. Also wenn es keine Regeln mehr geben würde, an die sie sich halten müssen und gegen die sie zwangsläufig verstoßen müssen. Okay, das habe ich verstanden. Eigentlich ist nach meinem Verständnis die Anmeldung auch so etwas, um zum Beispiel im Falle einer erkennbaren Zwangsprostitution die Anmeldung verweigern zu können, also tatsächlich schützen, die positive Absicht dahinter, schützen zu wollen. Findet das denn Ihrer Erfahrung nach statt oder das, was Sie auch im Netzwerk hören? Also es findet selten statt, weil die Personen, die die Anmeldung vornehmen, ja gar nicht geschult sind, darauf irgendwas zu erkennen. Dann ist Zwangsprostitution und Menschenhandel an sich auch wahnsinnig schwer zu erkennen und erst recht nicht in der Kürze der Zeit. Also die Anmeldung dauert ja nicht mehrere Tage, sondern es ist ein Gespräch von 20 Minuten. Das Problem ist halt auch, wenn ein Zuhälter zum Beispiel eine Frau nach Stuttgart verschleppt und sagt, geh jetzt dorthin und melde dich an und die Behörde würde das erkennen, dass das nicht freiwillig ist und verweigert die Anmeldung, dann kann der Zuhälter mit der Frau einfach in die nächste Stadt gehen und dasselbe Spiel dort von vorne machen. Also er kann sie dann einfach in der nächsten Stadt anmelden lassen. Es bleibt also konsequenzlos letztlich. Ja. Ich habe Ihre Biografie gelesen. Sie waren wahnsinnig jung, als Sie in die Prostitution kamen. Sie hatten einen Zuhälter, der zudem noch Polizist war. Bei Ihnen lagen eigentlich alle Voraussetzungen der Zwangsprostitution vor, oder? Ja, ich habe das aber nicht so gesehen damals. Ich habe das erst, also mehrere Jahre nach meinem Ausstieg, habe ich das verstanden, dass es auch Menschenhandel war. Ich habe das so nicht begriffen. Also ich bin halt von zu Hause weggelaufen, weil ich dort sehr schwer misshandelt worden bin. Und bin dann durch das soziale Netz gefallen und war auch lange in der Psychiatrie. Und dann kam also dieser Mann in mein Leben, der Polizist war, und hat mich sozusagen in die Prostitution gebracht. Aber zu dem Zeitpunkt hätte ich gesagt, es ist freiwillig. Weil mir halt, wir haben noch dieses Bild im Kopf, dass es nur dann Zwangsprostitution ist, wenn jemand einem eine Waffe an den Kopf hält. Und sowas wie Armut oder Obdachlosigkeit oder Traumatisierung gelten bei uns häufig überhaupt nicht als sozusagen ja, mildernde Gründe. Oder also das, was Gunilla Eckberg ja vorhin auch gesagt hat, Konsens ist eigentlich irrelevant, aber das habe ich nie verstanden damals. In der Situation, wenn man drin ist, versteht man es nicht. Ja, nun ist Freiwilligkeit immer wieder gebetsmühlenartig, ein wiederkehrender Bereich. Vielleicht als Frage, es besteht ja die Vorstellung, freiwillige Prostitution funktioniert so, dass zwei Menschen sich treffen, auf Augenhöhe etwas aushandeln, sich über einen Preis einigen, über eine sexuelle Dienstleistung einigen und dann jederzeit die Möglichkeit besteht, bei Nichtgefallen zu unterbrechen oder was auch immer. Das wäre eigentlich Freiwilligkeit. Wie häufig kommt die denn vor? Also nicht sehr häufig. Weil da ist ja, selbst wenn Frauen angeben, das freiwillig und selbstbestimmt zu machen, ist ja ökonomischer Druck dahinter. Und die Frage ist natürlich, breche ich diese sexuelle Handlung, die mir gerade nicht gefällt, breche ich die ab, wenn ich Miete zahlen muss, wenn meine Kinder auf Klassenfahrt müssen, wenn ich irgendwo eine Familie habe, die ich unterstützen muss.
Wir können uns nach 100 Jahren drüber unterhalten, was Freiwilligkeit sein soll. Ich würde gerne den Fokus auf die Freier legen, denn das ist ja der Knackpunkt, dass ein Freier nicht wissen kann, ob die Frau das freiwillig macht oder nicht und dass er das Risiko eingeht, eine Zwangsprostituierte vor sich zu haben und damit Vergewaltiger zu sein. So, das ist der Knackpunkt. Und wenn ich als Mann nicht weiß und auch nicht herausfinden kann, ob die Frau, mit der ich gerade schlafe, das freiwillig macht oder nicht, dann lasse ich die Finger davon. Es gibt nur diese eine Möglichkeit, ein anständiger Mensch zu bleiben. Ich lasse die Finger davon. Gunilla Ekberg sagte ja gerade eben, es kommt eigentlich überhaupt nicht an, in welchem Zustand die Person ist. Es herrscht eher die Grundhaltung, ich habe für etwas bezahlt, also will ich das jetzt haben, egal wie desolat die Lage tatsächlich sich vor Ort gestaltet. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen? Ja, absolut. Also wenn in einer Gesellschaft die Prostitution akzeptiert, ist Sexualität ja eine verkapitalisierte Ware. Und Freier fühlen sich berechtigt, das einzufordern, für das sie bezahlt haben. Wenn ich in den Baumarkt gehe und sage, schneid mir mal bitte meine neue Küchenzeile zu, oder wenn ich zum Friseur gehe und sage, mach mal bitte Locken oder so, dann ist mir das ja auch irgendwo egal, ob derjenige gerade einen schlechten Tag hat. Und genau mit der Einstellung gehen Freier ins Bordell. Die sitzt jetzt hier, die bietet das an. Es ist egal, ob sie das anbieten muss, aber irgendwo habe ich ein Angebot davon gelesen. Ich nehme es an, ich bezahle dafür und dann steht mir das zu. Und dann wird es auch durchgezogen. Also auch wenn man weint oder angeekelt ist und man muss die ganze Zeit schauspielen, aber manchmal schafft man es nicht, gut zu schauspielen. Und dann wird offenbar, dass es den Freiern wirklich egal ist. Also ich hatte auch Freier, die gesagt haben, hör auf zu heulen, ich habe dafür bezahlt. So. Ja, vielleicht ein Blick in den Bereich Prostitutionsstätte. Das kann ja durchaus unterschiedliches sein. Wie müssen wir uns den Betrieb vorstellen? Den Betrieb von was genau? Naja, der Freier kommt im Prinzip hinein, trifft wahrscheinlich auf eine Empfangsdame, vermute ich jetzt. Also es gibt ja unterschiedliche Etablissements, ne, wo Prostitution stattfindet. Also es gibt Bordelle, Laufhäuser, FKK-Clubs, Wohnungsbordelle, Wohnwagenprostitution. Und das ist überall ein bisschen anders. Wenn es ein Etablissement ist, wo mehrere Frauen arbeiten, sind manchmal Empfangsdamen da, ja. Mhm. Haben die auch Aufsichtsfunktion? Ja, absolut. Also sie dürfen das ja eigentlich nicht haben. Es darf ja nicht dirigistisch sein, also dass man den Frauen sagt, was sie zu tun haben oder was sie zu tragen haben oder welche Preise sie nehmen. Aber natürlich ist es das in jedem Bordell. Also jedes Bordell hat seine Regeln. Laufen wir in Dessous rum oder müssen wir die Freier nackt empfangen? Wie viel nehmen wir für 20 Minuten oder für einen Blowjob? Oder also die Preise und was man anhat und der Service ist überall hausintern geregelt. Das können die meisten Frauen dann nicht selber für sich entscheiden. Mhm. Ja, was bedeutet es eigentlich, in einem Bordell zu wohnen? Weil das haben wir ja eben auch gehört und es wird auch gleich zum Anlass genommen, im Prinzip um doppelt Miete zu verlangen. Also im Bordell zu wohnen bedeutet im Prinzip nur noch diesen Kosmos zu haben und auch völlig ausgeliefert zu sein. Also wir hatten das bei uns in dem Wohnungsbordell, in dem ich war, dass ein Mädchen obdachlos geworden ist und in dieses Bordell gezogen ist sozusagen. Und am Anfang hat sie das als Hilfe empfunden. So, oh, die Bordellbetreiberin ist so nett, ich darf hier wohnen. Und dann haben wir alle gemerkt, dass es nur dazu diente, sie noch besser auszunutzen. Also sie war 24 Stunden am Tag in diesem Bordell, was auch bedeutete, sie musste 24 Stunden am Tag ans Telefon gehen oder, wenn es geklingelt hat, den Freier empfangen. Und sobald sie das Bordell verlassen wollte, musste sie sich rechtfertigen. Und dann wurde gesagt, ja, was heißt, du willst jetzt zu Rossmann oder zum Friseur? Das können wir dir doch mitbringen, das können wir doch hierher liefern lassen. Du musst nicht aus dem Bordell rausgehen. Und das ist das. Natürlich versucht ein Bordellbetreiber, so viel wie möglich aus dieser Frau rauszuholen. Und das geht am besten, wenn sie so abhängig wie möglich ist von ihm. Und wenn sie dort wohnen muss,
und gar nie mehr rauskommt, ist es eigentlich perfekt für jeden Bordellbetreiber. Mhm. Mhm. Sprache ist sicherlich auch ein großes Thema, oder? Ja, absolut. Also die meisten Frauen in der Prostitution sprechen nicht Deutsch oder nicht gut Deutsch. Die meisten sind ja Migrantinnen. Das hat natürlich auch einen Impact, wenn es zu der Kommunikation zwischen Freier und Frau in der Prostitution kommt. Weil wenn die Frau nicht gut Deutsch spricht, also ich habe auch schon Freier-Kommentare gelesen, da wurde gesagt, ja, also ich habe gemerkt, dass sie auf Bulgarisch mehrmals Nein gesagt hat, aber ich verstehe ja kein Bulgarisch, also habe ich einfach weitergemacht. So, ne? Also das verstärkt nochmal das hierarchische Gefälle, wenn da eine Sprachbarriere besteht. Mhm. Melli, Sie wurden 1985 in Kolumbien geboren und kam als Adoptivkind nach Schweden 1986. Und ich habe von Ihnen ein Zitat: aufgezogen in einer fast nur weißen Mittelklasse-Gesellschaft mit sehr viel Rassismus. Zitat Ende. Als Sie 14 Jahre waren, wurden Sie in die Prostitution genötigt und Sie sind 16 Jahre in der Prostitution geblieben. Als Sie... Ja, ich glaube, ich muss noch meine Kopfhörer aufsetzen. Ja, ich muss sie wohl immer aufhaben, weil ich verstehe ja sonst nichts. Ja, sorry. Sehr gerne. Sie sind mit 14 in die Prostitution genötigt worden und Sie sind 16 Jahre in der Prostitution geblieben. Das heißt, 14 waren Sie 1999, als das Gesetz, das den Erwerb sexueller Dienstleistungen in Schweden untersagte, in Kraft trat. Jetzt könnte man meinen, das hätte eine besondere Hilfestellung für Sie bedeutet, gar nicht erst in die Prostitution zu rutschen. Hatten Sie Hilfe mit 14? Wenn ich Hilfe gehabt hätte, also ich habe dir das letzte Wort nicht so ganz verstanden. I get no help here. Oh, okay. did I have any help? When I was 14, yes, sorry, I didn't hear that. Ja, als ich 14 war, okay. Ja, wenn es um sozusagen geholfen werden geht. Also als ich in die Prostitution kam, ja, wie soll ich das sagen? Da kam ich aus einer Mittelklassefamilie, eine gut adaptierte Familie. Aber ich war natürlich eine Außenseiterin, ne? Und von daher macht die Rasse schon einen Unterschied. Ja? Gerade da geht es ja auch um die Belästigung und Unterdrückung. Ja? Da spielt Rasse eine Rolle. Also ich habe da keine Hilfe bekommen, wenn ich gesagt habe, ich werde jetzt rassistisch diskriminiert. Ja? Als ich 13, 14 war. Und da wurde ich eben auch sexuell missbraucht. Also da gab es keine Hilfe. Also ich habe versucht, also Kontakt aufzunehmen. Aber funktioniert hat das nicht. Also da gab es so ein Jugendzentrum. Und ein Jugendzentrum, das auch mit der Schule verbunden war. Und ich habe mich da an jemanden gewendet. Und die Botschaft war klar. Ich wurde also wirklich belästigt. Und ich hatte meinen ersten sexuellen Kontakt mit einem Jungen, einem Mann. Ja. Und das war einfach, ja, das war schon eine Belästigung, wirklich sehr starke Belästigung. Aber hieß es auch, man weiß ja nicht, von wem jetzt diese Gerüchte da gestartet wurden. Ne? Und ja, also wo konnte ich mir denn da Hilfe holen? Also ich habe mich also mit dieser Frau vom Jugendzentrum unterhalten und dann auch mit der Frau von der Stadt. Und die hat auch im Grunde nur das gesagt, also die Frau von der Stadt, die war auch da an der Schule. Und sie hat gesagt, man muss sich da schon auf sich selber aufpassen. Also als ich in der Prostitution war, als ich dahin gelangte, da wusste ich, dass ich selber dran schuld bin. Und das habe ich dann gelernt. Und ich wusste, es gibt keinen Grund für mich, auch nur zu versuchen, mit jemandem drüber zu sprechen, was meine Erfahrung war. Also was ich dann erlebt habe, als ich dann diesen sexuellen Missbrauch erlebte. Was sollte ich dann sagen von der Prostitution? Das wäre ja auch nur schlimmer. No,
I didn't try. Nein, habe ich nicht. Also natürlich, das ist das große Problem. Denn erstmal ist ja der sexuelle Missbrauch da. Ja? Das waren ja vorher, dass das passiert war. Und dann hat man die gesamte Welt der Erwachsenen. Und die sind sich praktisch einig. Ja? Die sprechen dann so hinter dem eigenen Rücken. Ne? Und dann war da auch ein naher Verwandter, der mich quasi in die Prostitution gezwungen hat. Und ja, da hat man praktisch gar kein Selbstbewusstsein mehr. Dann ist gar nichts mehr da. Also dann habe ich auch das Gefühl, ich kenne mich gar nicht mehr und ich weiß gar nicht, dass ich Grenzen setzen kann. Und also ich erinnere mich wirklich dran. Ich habe da über meine Hände nachgedacht. Ja? Das war auch noch in den 20ern, dass meine Hände mir im Weg sind, wenn ich Sex habe. Ja? Und erstmal habe ich gar nicht verstanden, warum ich darüber nachdachte. Meine Hände, ich muss die hier hin tun. Ja? Normalerweise haben die... Ja, da wurde ich ja gezwungen, ja, wenn ich jemanden wegdrücken wollte, da wurden meine Hände dann hinter meinem Kopf festgehalten von meinem Zuhälter, ja. Und dann daran zu denken, dass das tatsächlich Vergewaltigung sein könnte, ja. Also ich wusste schon, dass ich das nicht wollte, aber dass meine Hände im Weg sind, allein darauf zu kommen, woher das kam, also das war wirklich ganz, ganz schlimm. Nachfolgenden Jahren eine Veränderung aufgrund des schwedischen oder nordischen Modells erlebt. Yes, the Nordic model. Ja, dieses nordische Modell, da hat sich schon was geändert, ja. Also das war ja aber was Gesetzgeberisches und ich habe dann auch tatsächlich gelesen, dass Leute dann bestraft wurden. Ja, für das, was ja die Freier mit mir gemacht haben. Ne? Als ich 15 war, da war ich selbst bei so einer Verhandlung, Gerichtsverhandlung in Schweden. Da war ich ja auch in einer Wohnung eingeschlossen. Ja, da sollte ich dann verkauft werden von einem Zuhälter. Ja, und dann dauerte es ein Jahr und dann ging das los mit dem Gerichtsverfahren und das war erstaunlich dann zu hören, dass tatsächlich das Gesetz auf meiner Seite war. Also da hatte ich das Gefühl, ich stehe jetzt wirklich gerade, weil ich dann wirklich das Gesetz hinter mir habe. Aber 20 Jahre später, also da muss ich sagen, also da kann ich echt nur sagen, da weiß man, das Gesetz gibt es und wenn man jetzt Vertreter des Gesetzes ist, dann zählt eigentlich die eigene Meinung gar nicht mehr. Ja, ich habe auch so Selbsterfahrungen gehabt und viele Frauen und Mädchen haben auch von ihren Erfahrungen gesprochen. Also da gab es das Gesetz und dann gab es die Polizei und dann gab es aber auch Lehrer und dann gab es Leute von dem Jugendzentrum, die dann gesagt haben, also ihr habt doch jetzt echt Macht, ihr könnt selber was machen. Ne? Also Empowerment kam dann immer wieder. Ne? Und das hörte man dann auch. Aber man sagte, das Gesetz, wie soll ich denn das übersagen? Da ging es dann drum, da wollte man plötzlich die Frauen in der Prostitution befragen. Und dann hatte ich aber das Gefühl, letztlich bringt das immer noch nicht so viel. Also man muss wirklich immer wieder drüber sprechen und das auch so durchzusetzen, dass es auch in die Köpfe der Leute geht. Ja? Also ein Kompromiss sollte das überhaupt nicht sein. Also ganz, ganz wichtig, das immer wieder zu bedenken. Das Gesetz hat schon den Rücken sozusagen gestärkt. Es gab eine ganz gute Möglichkeit. Ich habe aber gelesen im Internet, dass Sie versucht haben, mit 18 auszusteigen. Und Sie sagen, es gab für mich keinen Weg. Es gab ein ganz kleines Fenster, in dem es mir möglich gewesen wäre, auszusteigen, aber Sie konnten diese Chance nicht umsetzen. Sie waren bei einer Beratungsstelle, habe ich das richtig verstanden in diesem Bericht? Und Sie hat nicht geholfen? Yeah, I went to a social worker. Ja, ich habe mich an eine Sozialarbeiterin gewandt. Und ich hatte wirklich genug. Ja? Und das war die Zeit, da war ich in einer... in einem schwedischen Bordell. Ja, es war kein richtiges Bordell. Es war eigentlich nur ein Mann und ein Schlüssel und in einem Apartment. Und ich hatte die Schnauze voll. Ich war 18 und da bin ich zur Sozialarbeiterin gegangen und ich habe ihr gesagt, ich will aussteigen.
Und die war wirklich sehr verständnisvoll, dachte ich jedenfalls zu Anfang. Die hat mir zugehört und die hat mich dann auch über die Prostitution Fragen gestellt und wie viele Kunden, wie viele Klienten ich hatte und so weiter. Und das habe ich ihr in bestem Glauben auch erzählt. Und dann hat sie ihren Taschenrechner gezückt, ja. Und dann hat sie gesagt, du verdienst zu viel Geld, in 3 Monaten kannst du wiederkommen. Ja, natürlich bin ich nach 3 Monaten nicht wiedergekommen, sondern ich bin gleich zurückgegangen in die Prostitution. Ja, und ein Jahr danach war ich in einem dänischen Bordell, ja, und habe da gearbeitet. Und ja, was Sie da ansprechen, ist wirklich wichtig, ne? Also es gab schon Fenster, theoretisch, also tatsächlich umgekehrt. Es gibt so viele Leute, die auch ein Fenster haben und die können den prostituierten Frauen helfen, da auszusteigen, ja? Und wenn man, also diese Frauen, ne, wenn man selber nicht helfen kann, dann sollte man die Leute, die Hilfe suchen, mit jemandem in Verbindung setzen, die das können, ja? Und ich weiß nicht, ob das jetzt so ein klitzekleiner Fehler oder ein großer Fehler ist in diesem Gesetz, ne? Man kann tatsächlich auch auch das Gesetz missbrauchen, um zu, wie diese Frau zu berechnen, dass wir eigentlich gar nicht geholfen werden müssen. Ja? Und ja, also das ist wahrscheinlich eine Auslegungssache. Und man versucht jetzt auch diese Gesetzeslücke mal zu ändern. Aber das war vor 20 Jahren. Ja? Das war die Realität vor 20 Jahren. Jetzt bin ich 38. Eigentlich unvorstellbar. I think they failed on you. Eigentlich unvorstellbar. Die Beraterinnen selbst, also abgesehen davon, dass sie den Verdienst ausgerechnet hat, sie haben in einem Interview gesagt, sie sprechen aber zum Teil auch von Sexarbeit. Und das ist etwas, was sie strikt ablehnen. Der Social Worker? No, the Social Worker said sex work, right. And yeah. You, genau. Ja, die hat wirklich Sexarbeit gesagt. Ja, also die hat gesagt, da habe ich ein Einkommen. Und deshalb konnte sie sozusagen diese Lücke in der Gesetzgebung verwenden. Sie konnte sagen, ich verdiene das ja. Ne? Und das kann man aber auch so interpretieren, dass ich dann eben nicht als Sexarbeiterin angesehen werde, sondern dass sie mir andere soziale Dienstleistungen anbietet. Ne? Also ich wollte ja nicht unbedingt Geld. Aber es ging gerade bei Frauen und Mädchen, stelle ich das fest. Wenn sie da keine finanzielle Hilfe geben können, dann machen sie meistens gar nichts. Und das ist wirklich so ein Unterschied, den ich da sehe. Also zwischen Frauen und Männern, die Hilfe vom Staat haben wollen. Ja? Also ich denke, Männer haben einfach Alternativen. Da sind die Sozialarbeiter wahrscheinlich kreativer, ja, wenn es darum geht, Männern zu helfen. Ja? Welche Schutzmaßnahmen gibt es für Prostituierte in Schweden jetzt? Well, after Me Too, when ja, nach der MeToo-Debatte, da haben die Überlebenden ja auch zum ersten Mal Hilfe bekommen. People are actually starting to learn. Und ich habe das Gefühl, da haben die Menschen wirklich verstanden, was Prostitution ist. Wenn man die Polizei anguckt, ja, und die haben da 1999 oder danach ja schon Gelder bekommen und das Geld wurde gut verwendet. Ja. Man sieht ja auch wirklich die Zahlen, die wir vorhin gesehen haben. Ja. Die Polizisten haben in dem Bereich gearbeitet und die machen das auch sehr gut. Und da gab es auch wirklich vieles, was gerade die Polizei gelernt hat. Ja, aber bei anderen ist nicht viel passiert. Gerade wenn es die Präventionsprogramme geht oder die Ausstiegsprogramme, da gibt es halt nicht so viel. Oder zum Thema Aufklärung, ne? Welche Schäden normalerweise die Prostitution und der Menschenhandel anrichten. Also ich sehe jetzt viele Veränderungen, gerade bei den Überlebenden, die haben jetzt wirklich eine Stimme bekommen. Aber es gab ja auch diesen liberalen Trend, ne, bis zum Jahr 2015. Da waren nur Menschenhandelsopfer wirklich Opfer und das andere waren einfach glückliche Huren. Also wir hätten Hilfe gebraucht, aber wir waren ja so glücklich. Ne? Und nach MeToo hat sich wirklich was geändert, muss man sagen.
Und dann bin ich auch im Internet aktiv geworden und habe auch ziemlich viel über meine Erfahrungen gesprochen. Und dann kam ich auch Messages von den Sozialarbeitern und von anderen Bereichen der Gesellschaft. Und die haben dann gesagt, ich will mehr wissen. Wir wollen was machen. Wir wollen was unternehmen. Also da hat sich wirklich was verändert seit 2017 ungefähr, würde ich sagen, bis jetzt. Da wird wirklich aktiv was gemacht im Bereich Ausstiegsprogramm. Und es gab ja auch eine Untersuchung der Regierung, wie man Ausstiegsprogramme gestalten kann. Aber viele Jahre lang gab es ja das Mika-Programm und das waren drei Orte. Also das war Göteborg, Malmö und Stockholm. Und ja, aber kleine Städte, und ich bin ja aus einer kleinen Stadt, da kann ich nur sagen, ich bin stinksauer mit meinem Heimatland, ne? Weil es für kleine Städte eben nichts gibt. Denn gerade die Menschenhändler und die Zuhälter, die wissen das natürlich mit Malmö, Göteborg und Stockholm. Die wissen das und von daher gehen sie woanders hin, außerhalb dieser großen Städte. Und da gibt es keine Polizei, die aufpasst, ne? Aber auch wenn wir nicht drüber sprechen würden, ne? Also nicht die Maßnahmen dieser drei großen Städte, es gibt ja überall Prostitution, überall bei uns im Land. Also 99% der schwedischen Bevölkerung, ja, für die funktioniert das einfach nicht, ne? Den erzieherischen Aspekt angesprochen. Und es gibt ja über die Freierkriminalisierung sicherlich auch ein vollkommen verändertes Verhalten Prostituierten gegenüber, oder? Der Change System against you? Also die Haltung gegenüber prostituierten Frauen, das kann ich nicht wirklich beantworten. Ich war in Dänemark, in Kopenhagen, wo das legal war. Ich kann nicht sagen, ob sie mich schlechter oder besser dort behandelt haben. Ich kann das nicht sehen, dass das Gesetz das bewirkt hat. Also ich war so jung und ich habe angefangen in der Prostitution, als das Gesetz verabschiedet wurde. Und ich glaube, da war dass kein großer Unterschied war. Das Problem ist, wie Frauen und Mädchen gesehen werden, ungeachtet des Gesetzes. Und Sie sagen, es braucht so etwas wie, Sie übrigens auch, individuell maßgeschneiderte Ausstiegsprogramme. Gibt es das jetzt aktuell in Schweden? No. Nein. Nein, wir haben keine personalisierten Ausstiegsprogramme. Es gibt nicht staatliche Organisationen, die arbeiten hauptsächlich mit Frauen und Mädchen, die aussteigen wollen. Aber das ist nicht das Gleiche, dass wir hier ein Modell für ein Ausstiegsprogramm haben, für Frauen, Mädchen, die die Prostitution verlassen möchten. Also so wie ich das sehe, haben wir das auch vorher nicht gehabt. Also es hat sich da nichts geändert. Das ist zutreffend. Hier besteht eigentlich auch, ganz ähnlich wie in Schweden, die Möglichkeit, NGOs, also Nicht-Regierungsorganisationen, anzusprechen oder auf Netzwerke zuzugehen, wie Ella eben auch. Was ist dann eigentlich dasjenige, was auf eine Prostituierte zukommt, die sagt, so, ich will jetzt raus? In Sachen Beratungsstellen oder? Überhaupt, was sind die nächsten Schritte? Also das ist total unterschiedlich. Das ist ja das, was wir beide sagen. Also es gibt ja nicht den Standardweg raus. Es ist natürlich ein Unterschied, ob sie eine deutsche junge Studentin sind, die aufgrund von einer Traumatisierung eingestiegen ist, oder ob sie eine rumänische Frau sind, die von ihrem Cousin nach Deutschland gebracht worden ist, um das ganze Geld in die Heimat zurückzuschicken. Mhm. Und so sehen dann eben auch die Hilfen aus. Also braucht man eine Therapie oder einen Sprachkurs oder beides oder eine Wohnung, möchte die Frau vielleicht ihren Zuhälter anzeigen oder nicht? Hat sie Probleme mit Behörden, Finanzamt, Krankenkasse? Das kommt immer wieder vor. Hat sie eine Berufsausbildung oder braucht sie noch eine? Oder braucht sie vielleicht eigentlich, was eben viel zu selten möglich ist, auch einfach mal ein Jahr, wo sie sich komplett rausnehmen kann, um überhaupt erstmal zu verarbeiten, was passiert ist, und sich zu sortieren. Das erleben wir beim Netzwerk Ella immer wieder. Die Frauen kommen aus total
heftigen Prostitutionsgeschichten und sie bekommen keine Verschnaufpause, nichts, sondern sie geraten sofort in die nächste prekäre Situation, müssen ihr komplettes Leben aufräumen und ihren Alltag machen und irgendwie eine Therapie finden. Und ich kenne das ja auch selber und es ist einfach wahnsinnig schwierig. Also wir brauchen mehr gute Ausstiegsberatungsstellen und Programme, wo sich die Frauen auch, also was einfach auch mehr ist, als für 3 Monate mal ein paar hundert Euro zu bekommen. Melli, welchen Weg sind Sie gegangen, als Sie endgültig ausgestiegen sind? Well, it was 2015. Das war 2015. Ich war fast fertig mit meinem Politologiestudium. Attacked by a taxi driver. Ich wurde von einem Taxifahrer angegriffen und vergewaltigt. Und da bin ich ausgerastet. Ich hatte. Sie war 2009 geboren. Sie war also 5 oder 6 Jahre alt, meine Tochter. Und ich war nicht in der Lage, eine Mutter zu sein. Ich lag nur auf dem Boden und habe geweint. Und dann habe ich erkannt, dass mit diesen 16 Jahren permanenter Angriffe, dass man dann irgendwann nicht mehr kann. Und ich bin wirklich völlig zusammengebrochen. Ich musste das überdenken und ich dachte, vielleicht kann ich da rausgehen, vielleicht kann ich eine Heilung da erreichen. Aber ich kann das nicht erreichen, solange ich in der Prostitution bin. Also ich musste das alte Telefon wegwerfen, das ich immer mit mir trug, um freier Anrufe entgegenzunehmen. Gebucht zu werden und ich musste mit den Menschen um mich herum sprechen, dass das nicht gut ist und dass ich ihre Hilfe benötigte, ihre Unterstützung, um da rauszukommen. Es war hart, aber es ist mir gelungen. Ja. I got a second daughter now, so. Ich habe jetzt eine zweite Tochter, aber ich habe versucht, Traumatherapie zu bekommen zwischendurch. Und die Traumatherapie, die ich bekam, war nicht für Menschen in der Prostitution. Man sollte also ein Trauma hier wählen. Man konnte nur mit einem, nicht mit mehreren Traumata arbeiten. Und dann haben die zu mir gesagt, wählen Sie das Schlimmste aus, was Ihnen passiert ist. Dann Sie lachen. Ja, ich hatte auch gelacht. Weil es ist unmöglich, das Schlimmste auszuwählen. Das ist nicht ein Autounfall. Also ich respektiere, dass das ein Trauma ist, aber das geht ja über Jahre hinweg, Jahr um Jahr und Jahr. Und das hat also nicht geholfen, überhaupt nicht. Generell Therapie, Erfahrung beispielsweise mit PsychologInnen. Kommt es da zu einem Clash unterschiedlicher Kulturen direkt und unmittelbar? Also ja, es ist ein Unterschied, ob die Person sich schon mal mit Prostitution auseinandergesetzt hat oder nicht. Ich hatte mehrere Therapeutinnen und also eine war zum Beispiel eher so auf der esoterischen Schiene unterwegs und da hat sie mir gesagt, ja, aber Sie können das ja auch alles umdeuten, also reframen nennt man das dann. Wenn Sie sich jetzt einfach vorstellen, Sie haben da keine sexuelle Gewalt erlebt, sondern Sie haben sehr viele Menschen damit sehr glücklich gemacht. Fühlt sich das dann besser an? Und dann habe ich gesagt, nein, es fühlt sich nicht besser an und diese Stunde ist beendet. Ich hatte auch in einem Traumazentrum, wo durchgängig nur Leute sitzen, die schwere Traumata haben, eine Frau, die mich gefragt hat, waren Sie freiwillig oder gezwungen in der Prostitution? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, freiwillig. Also da war ich noch an dem Punkt, wo ich dachte, ich habe ja zugestimmt. Und dann hat sie gesagt, das ist sehr schön. Ich habe hier ganz viele Frauen sitzen, die in der Prostitution sind. Und die sagen, ja, das ist so voll was für Sie. Und ich habe sie so angeguckt, ich dachte so, diese Frau ist ausgebildete Psychologin. Sie sitzt in einem Traumazentrum. Und dann sitzen Frauen aus der Prostitution vor ihr in diesem Traumazentrum in einer Traumatherapie und sagen, es ist alles total schön und dieser Frau fällt nichts auf. Also das war
abgefahren. Und jetzt habe ich eine sehr gute Therapeutin. Also ich kann wirklich jede Frau, die eine Therapie möchte, nur raten, das sofort in der ersten Stunde abzuklären. Bei mir habe ich meine Therapeutin direkt, die erste Frage, die ich ihr gestellt habe, war, finden Sie, dass Freier Täter sind? Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, naja, wenn Freier keine Täter wären, würden Sie ja jetzt nie hier sitzen, oder? Und dann wusste ich, okay, das ist die Richtige. Aber es ist wichtig, dass alle, das ist ja auch das, was Merli sagt, dass alle, die mit Prostitution zu tun haben, Behörden, Polizei, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen, dass die wissen, worauf sie sich einlassen, dass sie sich informieren, weil es schreckliche Konsequenzen haben kann und auch wirklich sehr verletzend sein kann, wenn solche merkwürdigen Sprüche kommen und es hindert einen teilweise für mehrere Jahre daran, nochmal Hilfe aufzusuchen. Also das ist eigentlich auch schon der erste und sehr wichtige Punkt für alle, ganz spezielle Schulungen plus tatsächlich ein anderer Umgang insgesamt damit. Die individuell passenden Ausstiegsangebote richten sich immer nach der individuellen Situation, in der sich die Person befindet. Es gibt also keine 0815-Lösung, aber es gibt vielleicht verschiedene Bausteine, die existenziell sind und die eigentlich auch gegeben sein müssten, oder? Ja, also sowas, wenn man aus der Prostitution kommt, braucht man auf jeden Fall erstmal einen sicheren Ort, wo man wohnen kann. Ja, das heißt, man muss vielleicht umziehen und braucht ein eventuell Zeugenschutzprogramm oder braucht eine Adresssperre, also einen sicheren Raum und natürlich ein Einkommen. Und dann kommt der ganze Rest, Sprache lernen, eventuell Ausbildung machen und man braucht auf jeden Fall Unterstützung bei Ämtern und Behörden. Bei allen Frauen, die ich kenne, die aus der Prostitution ausgestiegen sind, war die komplette behördliche Situation eine Müllhalde sondergleichen. Also es gab Stress und Ärger mit allen Behörden und die Frauen und Mädchen waren nicht in der Lage, dasselbe zu klären, weil eben zum Beispiel auch bei Behörden und Ämtern merkwürdige Vorstellungen vorherrschen. Also zum Beispiel, ich habe mal mit jemandem vom Finanzamt gesprochen, der regelmäßig, dessen Job war es, in Bordelle zu gehen und zu gucken, ob alle steuerlich angemeldet sind. Und ich habe ihn gefragt, da sehen Sie doch bestimmt ganz viel Zwangsprostitution. Und da guckt er mich an und sagt, ja, das sehe ich schon, es ist mir egal, mein Job ist dort reinzugehen und klarzustellen, dass Sie Steuern zu zahlen haben. So, also diese Vorstellung, dass Ämter und Behörden da sich drum prügeln, einer Frau, die aussteigen will oder die in der Prostitution ist, zu helfen, das stimmt halt einfach nicht. Auch man kann auch nicht einfach aufs Arbeitsamt gehen und sagen, ja, ich will aussteigen, geben Sie mir einen anderen Job. Also wir haben einen Fall gehabt beim Netzwerk Alarm. Da wurde der Frau gesagt, naja, aber Sie haben ja einen Job im Bordell. Und wenn Sie den jetzt kündigen, dann kriegen Sie erstmal eine 3-monatige Sperre für alle Gelder. Es sei denn, Sie können ein Gutachten heranschaffen, das beweist, dass Sie nicht mehr in der Lage sind, diesen Beruf auszuüben. Völliges Ding der Unmöglichkeit und eine absolute Unmenschlichkeit natürlich auch. So, also das ist ganz wichtig, dass immer, dass jemand dabei ist, der sich mit Ämtern und Behörden auskennt und der den Frauen die hilft, die Hilfe zu bekommen, die sie brauchen. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen schockiert mit den jeweiligen Antworten, die da im Netzwerk aufgetaucht sind. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das Prostituiertenschutzgesetz zurückkommen, weil wir haben einerseits Vorschriften für die Prostituierte, die Prostitutionsstätten, da haben wir jetzt auch schon gehört, wie leicht Dinge umgangen werden können, dass es ein eigenes System innerhalb des Hauses gibt. Aber es gibt zum Beispiel auch Veränderungen dahingehend, dass Kondompflicht beispielsweise da ist oder auch die Alarmknöpfe, um die unmittelbare, die körperliche Integrität zu schützen. Sind die wirksam? Also die Kondompflicht ist in der Tat das einzig Positive an diesem Gesetz überhaupt, weil dieser Abschnitt, weil die Leute, die den Abschnitt gemacht haben, verstanden haben, wie in der Prostitution die Hierarchien sind. Nämlich die Kondompflicht muss ja nicht von der
Frau durchgesetzt werden und sie wird nicht bestraft, wenn kein Kondom benutzt wurde, weil die Macherinnen und Macher dieses Abschnitts verstanden haben, wer Sex ohne Kondom nachfragt und durchsetzt, nämlich die Freier. Und natürlich kann man das nicht kontrollieren, aber es ist, wie Merli vorhin gesagt hat, allein das Wissen, dass es dieses Gesetz gibt, lässt einen als Frau in der Prostitution und in der jeweiligen Lage ein bisschen, also stärkt einen ein bisschen den Rücken. Und die zweite Sache war die Alarmknöpfe. Ja. Und das ist, ich finde das so, so merkwürdig, dass wir solche Gesetze machen für einen Beruf, also einen Beruf, wo man Alarmknöpfe braucht. Ein Beruf, wo man nackt ist und allein mit einem Mann in einem Zimmer, um Sex zu haben, den man gar nicht haben will, und dann hat man einen Alarmknopf dabei. Also in jedem größeren Bordell gibt es eine Security. Aber kein Bordellbetreiber möchte, dass die gerufen wird. Denn jeder Freier, der aus diesem Bordell geht und sagt, oh, die wollte das und das nie, dann habe ich ein bisschen härter probiert. Dann kam gleich die Security. Der erzählt es ja rum in den Freierforen, in der Freier-Community. Und dann sagen die anderen Freier, nee, wenn die dort so rumzicken, dann gehen wir dort nicht mehr hin. Das ist geschäftsschädigendes Verhalten. Jedes Mal, wenn ein Freier aus dem Bordell gekickt wird oder wenn eine Frau sagt, nee, das mache ich nie, sieht der Bordellbetreiber noch mehr Profit davon schwimmen. Das heißt, es ist eigentlich ist es fake. Die Security im Bordell sagt ja auch nach Vergewaltigungen oder körperlichen Übergriffen immer, nein, wir rufen nicht die Polizei, wir klären das unter uns und so weiter. Also es ist fake. Es ist fake. Hat es denn Auswirkungen, wenn eine Prostituierte sich verweigert, bestimmte Praktiken tatsächlich dem nachzugeben oder auch ohne Kondom? Gegenüber dem Freier oder dem Bordellbetreiber? Für sie selbst hat es Auswirkungen im Innenverhältnis mit dem Bordellbetreiber, mit dem Zuhälter? Ja, natürlich. Also entweder man wird in ein anderes Bordell gegeben, weil man dort nicht reinpasst, oder man muss sich eben dort anpassen. Also es gab ja zum Beispiel in Fellbach diesen einen sehr schlimmen Pussyclub, wo auch minderjährige Rumäninnen in einem Flatrate-Bordell waren und ohne Kondom anschaffen mussten. Und es wurde überall ganz toll beworben, bis dann irgendwann mal eine Razzia stattgefunden hat wegen Menschenhandel. Und ich habe die Freier-Kommentare in den Freierforen dazu gelesen. Und da war einmal, also dort waren auch 16-jährige Rumäninnen, kein Wort Deutsch, alles ohne Kondom und Flatrate. Also so viele Männer, wie eben an dem Tag in Bordell waren, mussten sie bedienen. Und da war einmal eine Frau, die hat es gegenüber ihrem Zuhälter und dem Bordellbetreiber geschafft, zu sagen, nein, sie schafft nur mit Kondom an. Und das war total spannend, das zu sehen, weil die Freier das über Wochen kommentiert haben. Also sie sind wieder in dieses Bordell gegangen, sie haben gesagt, die macht das immer noch nie. Das ist ja faszinierend. 2 Wochen später hingegangen, sagt, nee, die macht das immer noch nie. Und irgendwann hat diese Frau dann aufgegeben, weil sie keine Freier hatte, und ich weiß nicht, was ihr Zuhälter mit ihr dann gemacht hat, aber er scheint unzufrieden gewesen zu sein und ich vermute, da war körperliche Gewalt auch im Spiel. Also irgendwann hat sie nachgegeben und wie die anderen alles ohne Kondom gemacht. Das heißt, es ist ja im Prinzip trotzdem auch egal, ob man einen Bordellbetreiber hat oder einen Zuhälter. Mindestens dem Druck des Marktes muss man sich ja beugen. Also ich habe zum Beispiel immer alles nur mit Kondom gemacht und damit war ich aber auch schon eine von denen, die aus Sicht der Freier rumgezickt haben. Also das war einfach schlechter Service für die. Oder wenn ich gesagt habe, nee, ich mache bestimmte Praktiken nicht, ich will kein Anal, ich will kein Würgen und so weiter. Und in den letzten Jahren hatte ich ja auch keinen Zuhälter und konnte mir das sozusagen erlauben, das zu sagen. Und trotzdem hat es natürlich dann Auswirkungen. Man hat weniger Freier. So. Also mindestens dem Druck des Marktes, meistens aber eben zusätzlich nach dem Druck der Zuhälter und Bordellbetreiber muss man sich beugen. Mhm. Merli, Sie haben gesagt, ein Vanillamenü bezahlt die Miete nicht, unabhängig von der gesetzlichen Situation drumherum. Once again.
Yes. You asked about the vanilla menu. Ja, das Vanilla Menu, das war die Frage. Vanilla Menu. Ja, Vanilla Menu. In Copenhagen. In meiner Zeit in Kopenhagen, da konnte man natürlich im Bordell auch ein Vanilla Menu kriegen, aber letztendlich wurde das dann auch nicht mehr erlaubt, sondern man hat immer mehr Druck dahingehend ausgeübt, dass es immer extremere Praktiken gab oder dass man zum Beispiel einen Zuhälter, wenn man den in Schweden hat, dann hat man dieses Vanilla-Menü gar nicht. Also ich war ja damals noch fast ein Kind, aber ob man mit oder ohne Kondom arbeitet. Also ich habe immer mit Kondom gearbeitet und es lag immer den Freien, ob sie mit Kondom wollten oder nicht. Also dieses Vanilla-Menü, das ist tatsächlich nicht die die Möglichkeit, die man hat, denke ich. Prostituierte, die sich weigern, haben interne Auseinandersetzungen, haben keine Freier, aber auch als Konsequenz, sodass sie irgendwann sich dem wirtschaftlichen Druck selbst beugen oder aussteigen. Wäre auch das eine Alternative? Also wenn sie so einfach aussteigen könnten, wären sie ja nicht mehr in der Prostitution. Also ich kenne keine Frau, die noch in der Prostitution ist und die. Also 50% aller Frauen und Mädchen beim Netzwerk Ella sind ja noch in der Prostitution. Und ich kenne keine von ihnen, die sagen würde, ich bin in der Prostitution, obwohl ich mehrere coole Alternativen habe. Mhm. Mhm. Ja, wenn Sie jetzt einen Zauberstab hätten, Sie dürften sich was wünschen, was die Situation grundlegend verändert. Mhm. Was wäre das? Abgesehen von privaten Wünschen, würde ich mir wünschen, dass wir in Deutschland das nordische Modell einführen und anerkennen, dass Sexkauf Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist und die Konsequenz daraus ziehen und sagen, wir dulden dieses Verhalten nicht mehr, denn es ist ein Ausdruck männlicher Dominanz über Frauen und Mädchen. Ich würde mir wünschen, dass wir das nordische Modell als Maßnahmenpaket so gut wie möglich umsetzen und dass wir richtig viel Geld reinballern in geschulte Polizei, in die Ausstiegshilfen, in Schulungen und Informationen für alle Leute, die mit Prostitution zu tun haben. Und ich weiß, es klingt erstmal ganz schlimm, oh Gott, wir müssen Geld bezahlen. Aber was kostet Prostitution die Gesellschaft denn schon heute? Hm. Also allein, dass wir über 110 Morde haben, seit dem Jahr 2000. Was kostet das denn? Die Ermittlungsarbeit, die vielleicht auch vom Staat übernommenen Bestattungskosten, weil die Familien die teilweise ja gar nicht übernehmen können. Was kosten denn die Geschlechtskrankheiten, wenn Männer Frauen in der Prostitution zu Sex ohne Kondom zwingen und dann nach Hause zu ihrer Ehefrau gehen und die auch noch damit anstecken? Was kostet eigentlich all diese Traumatherapie oder auch diese... Es wird ja immer gesagt, so Prostitution wäre so zur Triebabfuhr von Männern. Aber das Gegenteil ist ja wahr. Sondern Prostitution bestätigt ja das innere Männlichkeitsbild von, ja, der Mann hat halt was zu sagen und die Frau hat auszuführen. Und das führt zu noch mehr Aggression und zu noch mehr toxischer Männlichkeit. Und die Folgen davon sehen ja auch Frauen und Mädchen jeden Tag, die nicht in der Prostitution sind, durch sexuelle Belästigung, Vergewaltigung und so weiter. All das kommt von toxischer Männlichkeit, die eben auch durch Prostitution verstärkt wird. Und auch das kostet uns als Gesellschaft Geld. Nicht nur Geld, aber auch Geld. Ich würde sagen, als Gesellschaft Prostitution zu akzeptieren, kommt uns allein nur vom finanziellen Schritt, gar nicht vom ideellen, kommt uns teurer zu stehen, als zu sagen, Wir schaffen das ab und grenzen das ein und bestrafen die Freier und sorgen dafür, dass wir das hier nicht mehr haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Mali, ich möchte auch Sie fragen, in einer idealen Welt rund um das Thema Prostitution, was würden Sie sich wünschen? Was braucht es tatsächlich auch in Schweden noch? Not just in Sweden, but I'll nicht nur in Schweden, aber vielleicht ausgehend von Schweden. Was wir brauchen ist, wir dürfen nicht mehr so tun, als ob 50% der Bevölkerung Idioten seien, die einfach gar kein Verständnis haben, wie
man einvernehmlichen Sex hat. Aber man versucht immer wieder, uns vorzugaukeln, dass sie kein Verständnis für Dinge haben. Wenn es mir wirklich schlecht geht und wenn ich versuche, mit 50% der Bevölkerung darum zu sprechen, also Menschen nicht zu vergewaltigen, wenn sie schlafen, wie können wir denn dann überhaupt über Prostitution sprechen, was wirklich eine der extremsten Formen der Gewalt gegen Frauen sind. Ich will, dass wir keine Ausflüchte mehr haben. Ich möchte, dass es mehr Strafen gibt und auch, wie es in Schweden schon gemacht hat, dass es tatsächlich hier das als Gewalttat gesehen wird. Dann ist es nicht nur eine Geldstrafe, sondern es muss verfolgt werden als tatsächliches Gewaltverbrechen. Also Prävention ist ein weiterer Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, auch in Schweden. Prävention beginnt ja mit der jungen Generation, leider. Wir brauchen auch hier Unterstützung. Wir brauchen tatsächlich auch, dass den jungen Menschen sagen, na, brauchen wir eine ganz andere Qualität hier. Denn in Schweden haben wir diese ganz tolle Gesetzgebung, die Leute, die bei der Polizei arbeiten und so weiter. Da müssen wir tatsächlich tatkräftig hier das Ganze unterstützen. Sondern wir müssen tatsächlich direkt mit den Leuten in Kontakt kommen, mit den Sozialarbeitern, mit den Lehrern, mit den Schulungsleitern. Das bedeutet, da geht es jetzt nicht um irgendwelche hochrangigen Konferenzen. Es geht darum, dass die Bevölkerung tatsächlich das Ganze erreicht und dass man einfach versteht, dass manche Dinge einfach nicht akzeptabel sind, dass man das einfach gar nicht mehr erklären muss. Es ist ganz klar, dass man niemand ermorden darf. Also auch ein Siebenjähriger weiß das ganz genau, dass man niemanden ermorden darf. Und das Gleiche gilt jetzt auch für die Gewalt gegen Frauen. Aber das ist es so, dass es irgendwie so ein bisschen zwiespältig ist, dass man sagt, ah, die sind ja ganz alleine, die brauchen das. Oder das sind die gefallenen Frauen, die werden das sowieso irgendwann mal dort geendet und so weiter. Das ist natürlich absoluter Unsinn. Wir müssen hier wütend sein. Wir müssen zeigen, dass das aufhören muss. Und wenn das nicht funktioniert, ich meine, wir müssen tatsächlich jetzt tatkräftig werden. In der idealen Welt haben wir jetzt die Möglichkeit, hier eine Entscheidung zu treffen. Wir hatten sie ja nicht, aber jetzt ist es so, dass jetzt unsere Zeit gekommen ist. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Vielen Dank für diese Talkrunde. Und wir wechseln tatsächlich direkt zur nächsten Talkrunde, in der wir uns mit der sozialen Arbeit beschäftigen. Vielen Dank an Sie beide. Okay.